Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Bayern München. Der neunte Spieltag in der Saison steht, und zwar gegen Hertha BSC Berlin. Da würde ich sagen, gehen wir gleich zum Spiel. Wir spielen zu Hause, das ist schon mal schön für uns. Das heißt, wir spielen in Rot, Hertha in Blau-Weiß. Kurzen Blick auf die Tornews, haben alle dran. So, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ich habe komplett umbauen müssen, weil die ganzen Spieler sind alle fast nicht fit geworden. Und deswegen heute mal eine komplett neue Aufstellung mit Pizarro vorne. Dann im Mittelfeld Shaqiri, Müller, Thiago und Nasri. Und der Innenverteidigung teilen sich Kirchhoff und Daniel van Beuten. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Schicken wir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los, der neunte Spieltag in der aktuellen Bundesliga-Saison. Der FC Bayern München empfängt zu Hause in der komplett ausverkauften Allianz Arena Hertha BSC Berlin. Ja, die Allianz Arena mal wieder restlos ausverkauft bei diesem wunderschönen Spiel. Berlin will natürlich hier die Bayern ein paar Punkte abzwacken, aber es wird natürlich verdammt schwer werden, denn die Bayern wollen hier natürlich die nächsten drei Punkte holen und wollen wieder an die Tabellenspitze ziehen. Hier sieht man es, Daniel von Beuten darf sich ja mit Jan Kirchhoff die Innenverteidigung teilen, weil eben Dante und Boateng nicht fit geworden sind. Es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel werden für die Bayern, weil mit dieser angereisten Elf, ja, mal abwarten. Hier sehen wir es, Martinez im Blickpunkt, er spielt dann statt Bastian Schweinsteiger. Und hier sehen wir es, Thomas Kraft, er war ja mal eine kurze Zeit bei den Bayern, konnte sich aber da nicht etablieren und deswegen ist er jetzt zu Hertha BSC gegangen vor ein paar Jahren. So, hier sind die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. Und da werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle, die was jetzt reinkommt. Hier sehen wir es, die Bayern momentan nur auf dem dritten Tabellenplatz. Allerdings haben sie zwei Spiele weniger als der erste. Also wenn wir die beiden gewinnen sollten, dann können wir uns gut an der Tabellenspitze festsetzen. Hier sehen wir es, Mario Mandzukic mit 10 Saisontoren schon, der absolut momentan sehr gut in Form ist. Sitzt heute aber erstmal nur auf der Bank. Für ihn spielt heute Claudio Pizarro. Ja, Mandzukic ist einfach nicht fit geworden. Und dann hier die Aufstellung von Hertha BSC. Natürlich vorne Adrian Ramos, auf den müssen wir natürlich aufpassen. Und Kraft wird natürlich hier einiges zu tun bekommen. Spielen ebenfalls wie die Bayern mit einer Spitze vorne. Gut, damit geht's los. Hat der Anschuss. Und damit ist der neunte Spieltag für die Bayern eröffnet. Natürlich heute zählen die nächsten drei Punkte. Das ist klar. Sie müssen natürlich heute die drei Punkte holen, damit sie wieder auf die Tabellenspitze aufschließen können. Jetzt Thiago holt sich aber schon mal den wichtigen Ball. Zieht es schon mal aufs Tor, aber Hatta geht dazwischen. Jetzt Alagui zu Hosogai, den verspringt der Ball und Pizarro holt ihn zu. Jetzt Pizarro, da startet schon wieder Thiago. Thiago im Ballbesitz, verliert ihn aber wieder und Lustenberg kann sich den Ball holen. Aber Shaqiri setzt nach, gut gekämpft von Xherdan Shaqiri. Jetzt zurück zu Martinez. Martinez zu Müller. Müller zurück zu Martinez. Jetzt hier ist vorne Thiago. Thiago jetzt zieht jetzt auf den Flügel raus, vielleicht mit einer schönen Flanke. Thiago wollte zur Flanke ansetzen, aber da geht Van den Berg dazwischen, gibt wieder Ballbesitz für BSC Berlin. Jetzt Sahar schickt er Van de Berg. Da ist Rafinha ein bisschen weit weg gewesen. Jetzt Martinez gut gekämpft. Und Kirchhoff kriegt den Ball und jetzt zu Abate. Abate mit einem weiten Ball zu Pizarro. Pizarro kriegt und zieht es außen Shaqiri stand. Der hat jetzt einiges am Platz. Jetzt Xherdan Shaqiri mit einem schönen Ball zu Thiago. Kommt der Thiago ran? Nein, kommt da leider nicht dran. Gute Chance für die Bayern nach 8 Minuten. Wenn da Thiago in der Mitte rankommt, da gibt es eine Riesenchance. Aber die Bayern bleiben weiter am Drücker. Jetzt läuft Sami Nasri in die Mitte rein. Nasri versucht da irgendwie mit einem Schuss ranzukommen. Ist ihm aber leider nicht gelungen. Bleibt hier weiterhin beim 0:0 nach 10 Minuten. Aber die Bayern gehen hier schon mit dem entsprechenden Druck ran. Sie wollen natürlich hier die drei Punkte holen. Aber es wird kein leichtes Unterfangen. Jetzt wieder Abstoß. Oh, Van Beuten geht da gut dazwischen. Natürlich Daniel Van Beuten mit seinen riesigen Beinen. Sehr stark in der Abwehr. Jetzt Pizarro. Pizarro verliert ihn hier. Gut gegrätscht. Und Baum Johann holt ihn sich. Aber Müller. Müller geht hier gut dazwischen. Klasse. Er kämpft sich den Ball zurück. Jetzt die Bayern über Martinez. Martinez verspringt hier ein bisschen mit dem Ball. Aber Thiago hilft ihm nochmal. Und jetzt hat Pizarro vielleicht schon. Jetzt Claudio Pizarro. Pizarro wird hier gefoult. Ja, gibt Freistoß für die Bayern. Es war ein bisschen weit weg vom Strafraum, also 29 Meter, beachtliche Distanz. Schauen wir mal, wer könnte jetzt den am besten machen? Einen mit viel Kraft. Shaqiri, machen wir Xherdan Shaqiri. 29 Meter ist natürlich verdammt weit. Jetzt Xherdan Shaqiri, kommt der Freistoß? Kommt, aber direkt zu Thomas Kraft. Kein Problem für den Keeper in Diensten von Berlin. Kann den ganz locker festhalten. Bleibt hier nach einer Viertelstunde immer noch beim 0:0. Aber die Bayern macht das Spiel. Also hat da bis jetzt noch kein einziges Mal in Nähe des Bayern-Strafraums. Und die Bayern, die drücken immer noch weiter. Aber jetzt kommt erstmal Hertha über Alagui. Alagui gegen Contento. Setzt sie erstmal durch. Jetzt fällt die Flankenchance über Lustenberger. Lustenberger, Flanke kommt. Aber Kirchhoff ist gut da. Kann ihn klasse aus dem eigenen Strafraum köpfen. Und die Bayern kommen über Pizarro. Pizarro raus zu Nasri. Pass wird abgefangen. Hertha holt ihn sich.
Jetzt hat er aber zum Beispiel mal einen Angriff auf, kommt jetzt gut über Ramos, aber da wartet Neuer schon auf den Ball, kann ihn ganz locker aufnehmen. Und jetzt mit dem schönen Abwurf zu Sharan Shaqiri. Vielleicht jetzt die Gegenangriffschance über Sharan Shaqiri. Der hat jetzt auf der rechten Seite zu viel Platz. Aber in der Mitte läuft jetzt momentan noch keiner mit. Sharan Shaqiri wird hier bedrängt, aber kann sie im ersten Moment erstmal durchsetzen und holt zumindest den Einwurf raus. Jetzt sieht er Abate, kommt zu Hilfe und dann zurück zu Shaqiri. Schade, da steht er schon im Abseits. Hat er nicht gesehen, der Abate. Ja, die Verteidigung hat da sehr gut reagiert bei Hertha und deswegen Abseits und deswegen gibt es Freistoß für Hertha BSC Berlin auf Höhe des eigenen Tores. Jetzt Franz, kurz ausgeführt zu Vandenberg. Bayern greift früh an, Müller geht sehr früh drauf. Jetzt Thiago, Thiago holt ihn sich, wichtiger Ballgewinn natürlich jetzt. Thiago, was macht er jetzt mit dem Ball? Jetzt Thiago. Erstmal zu Samir Nasri. Jetzt starten zwei Stück in der Mitte, Ball kommt, aber wird von Hosokai geblockt. Und jetzt kommt Baumjohann. Und Johann Martinez versucht ihn dazu, den Ball zu trennen. Und das war Abseits. Ganz klares Abseits hier. Da war er schon weit, weit weggelaufen, der Stürmer. Ja, so klar war es eigentlich nicht. Also halben Meter dafür, dass er sonst so viel Vorsprung hatte. Gefährliche Situation, zum Glück hier auf Abseits entschieden. Bleibt hier weiterhin beim 0:0. Halbe Stunde ist jetzt schon gespielt. Die Bayern haben momentan mehr vom Spiel, aber ihnen fehlt momentan noch dieser eine Treffer zur Führung. Jetzt Nasri. Verliert hier erstmal den Ball, aber dann spielt er ins Aus, gibt Einwurf für Hertha. Jetzt Einwurf ausgeführt, Pizarro drückt, die Bayern kommen wieder im Ballbesitz. Gut, macht jetzt Thomas Müller. Müller versucht da reinzuziehen, Müller verletzt mit der Chance, Müller, da wird er doch noch vorbei, holt ihn sich zurück. Der Schuss kommt und dann kann die Thomas Kraft abwehren. Klasse Parade von Thomas Kraft, kann den gefährlichen Schuss von Thomas Müller abwehren. Aber die Bayern kommen wieder über Daniel van Beuten. Also ist hier nur ein Powerplay der Münchner. Aber hier wird das erstmal auf Abseits entschieden. Ja, Pizarro kommt hier ganz klar aus dem Abseits. Richtige Entscheidung, gibt Freistoß für Berlin. So, genau eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Es steht hier immer noch 0:0. Und für die Bayern ist es momentan viel zu wenig. Die haben riesen Chancen schon gehabt. Sie haben viel mehr vom Spiel. Hertha hat noch keine einzige Chance gehabt. Aber es steht hier immer noch 0:0. Jetzt Schaar. Seid da gut durch, aber da kommen sie zur Hilfe. Jetzt Müller zu Pizarro. Pizarro, außen startet Samir Nasri. Pizarro braucht ein bisschen lang zum Passen. Verliert den Ball wieder. Jetzt Kuro verliert das Kopfball. Jetzt könnte es vielleicht gewählen. Jetzt haben die Bayern hinten einmal gepennt, aber Daniel van Beuten kommt da wieder zurückgestürmt und kann den Ball jetzt wiederholen. Jetzt über Samir Nasri. Jetzt vielleicht mal eine Chance. Jawohl, Samir Nasri, und der geht. Und jetzt haben sie ein bisschen Platz. Aber da wird er super eingeholt. Klasse gemacht hier von Brooks, aber dann gibt es trotzdem das Foulspiel. Jetzt Pizarro, wohin mit dem Ball? Vielleicht schnell ausführen, mit für Gefahr sorgen. Jetzt zu Thiago. Thiago Alcantara versucht es alleine. Setzt hier gut durch. Der gefällt mir halt sehr gut. Thiago, Thiago mit der Chance. Thiago mit dem Schuss. Abgewehrt, der Ball ist so heiß. Und dann kann ihn Thomas Kraft nochmal parieren. Gute Chance für die Bayern hier endlich das Tor zu machen. Ist aber leider nicht gelungen. War natürlich ein schöner Schuss von Thiago. Aber klasse pariert von Thomas Kraft. Und jetzt kommt Hertha. Jetzt wird es vielleicht gefährlich. Nee, Contendo ist wieder gut dazwischen. Also die Ersatzabwehr heute bei den Bayern, kann man ja so sagen, funktioniert bis jetzt sehr gut. Noch keine einzige Chance zugelassen für die Gäste und hier auch wieder gut gehandelt. Contendo holt sie den Ball und jetzt erstmal ein Befreiungsschlag zu Pizarro. Pizarro setzt sich am Kopfball durch und bringt den Ball zu Nasri. Jetzt Samir Nasri versucht sie ja durchzusetzen, gelingt ihm leider nicht. Und Hertha kommt auf Höhe der Mittellinie im Ballbesitz. Aber Müller kämpft und jetzt schön zu Shaqiri gespielt. Jetzt schaut an Shaqiri. Kurz vor der Halbzeit gibt es noch die Chance für die Bayern hier das 1:0 zu machen. Aber Shaqiri versucht es alleine, gelingt ihm leider nicht. Und Hertha kommt nochmal im Ballbesitz über Vandenberg, der zu Lustenberger. Jetzt zu Adrian Ramos. Jetzt zu Sahar. Und jetzt haben sie ein bisschen Platz. Von Beutenstadt jetzt vorbei. Jetzt wäre die Chance für Sahar. Legt er zurück zu Baumjohann. Und da ist er komplett frei. Riesenchance für Hertha. Die Chance ist nur da. Und geklärt und nochmal geklärt. Wahnsinn, was ist denn hier los? Alagui mit der Riesenchance hier das 1:0 zu machen. Zweimal an dem Pfosten. Zweimal war das Tor leer. Riesendusel hier nochmal ganz knapp vor der Halbzeitpause für die Bayern. Aber das war wirklich mega Dusel, was sie da gehabt haben. Riesendusel. Jetzt fällt mal die Chance für Martinez. Martinez kämpft um die Ball. Martinez! Aber da ist Thomas Kraft dran. Aber Riesendusel hier für die Bayern. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Das wäre es natürlich ein richtig halber Schlag gewesen. Aber die Halbzeit läuft noch. Jetzt hat er wieder über Ramos. Aber sofort zwei, drei Bayern-Spieler dran. Müller holt ihn sich. Jetzt Thomas Müller, aber nee. Schiedsrichter sagt, das war's für die erste Halbzeit. Er schickt die beiden Teams in die Kabine. Es steht hier zur Halbzeit 0:0 zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC Berlin.
Ein 0:0, das sehr glücklich war, das muss man sagen. Bis auf diese letzte Szene kurz vor der Halbzeitpause. Die Bayern machen das Spiel, aber sie schaffen es momentan noch nicht so, die Tore zu machen. Hier sind wir ein paar Chancen. Thomas Müller, natürlich klasse pariert von Kraft. Und dann hier nochmal der Schuss von Thiago und dann Thomas Müller mit seinem Kopfball. Und hier die Riesenchance. Einmal von Beuth mit dem Fuß und einmal nochmal an dem Pfosten. Das ist ein Mega-Pech, was da Lagui hatte. So, das wäre es zur ersten Halbzeit. Schauen wir auf die Zwischenergebnisse. Bayer gegen Augsburg momentan 1:1. Gut, Fitness schaut bei jedem nur gut aus. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Bayern haben Anschluss, zweite Halbzeit geht los. Natürlich, es steht hier immer noch 0:0 in München. Und die Bayern wollen jetzt eigentlich das 1:0 endlich erzielen, damit sie die drei Punkte hier sicher haben. Aber es wird natürlich nicht einfach werden. Hatta hat eigentlich die erste Halbzeit relativ verschlafen, aber kurz vor Ende der ersten Halbzeit gab es dann nochmal die riesen Chance für Alagui, das Tor zu machen. Und hier verliert den Ball Thiago. Thiago bleibt auch verletzt liegen. Steht er wieder auf? Müssen wir mal schauen. Bis jetzt liegt er noch dran, aber so langsam rabbelt er sich wieder auf. Ist, glaube ich, nicht so schlimm, aber er liegt immer noch dran. Das wäre jetzt natürlich bitte in so einer Situation. Aber Nasri kommt, jetzt schauen wir mal auf Sami Nasri. Nasri mit der Chance, Nasri mit dem Schuss drüber. Gute Chance für Sami Nasri, leider übers Tor drüber. Und Thiago, ja, Thiago läuft schon wieder. Hat nur wahrscheinlich nur einen leichten Schlag abbekommen. Spiel geht weiter. Jetzt von Beuthen gewinnt das Kopfballduell, aber leider kann da keiner den Ball abnehmen. Jetzt Shaqiri versucht hier im Zweikampf hier durchzusetzen. Gelingt ihm nicht, jetzt Lustenberger zu Sahar. Gut dazwischen gegangen von Müller, gibt Einwurf für die Gäste. Müller wieder dazwischen. Ja, aber jetzt gibt es Freistoß für die Bayern. Jetzt Abate. Zu Müller. Natürlich, Berlin macht es richtig klug heute. Die stehen hinten sehr gut drin, lassen wenig Chancen zu, obwohl die Bayern sehr drückend überlegen sind in der ersten Halbzeit. Und hier auch wieder. Jetzt Thiago kämpft um den Ball, gelingt ihm leider nicht. Jetzt Kürer auf den Kopfball wieder gefragt. Verliert erstmal. Jetzt Ramos. Ramos gegen Van Beuthen und gegen Abate. Die Bayern setzt sie hier gut durch. Jetzt zu Nasri. Nasri zu Martinez und der zu Thiago. Thiago hat sie von seinem Schlag wiederholt. Verliert hier trotzdem den Ball. Jetzt Hosokai. Nasri kämpft um den Ball. Jetzt müssen die Bayern schauen, dass sie vielleicht in Ballbesitz kommen. Gelingt ihnen erstmal nicht. Jetzt gibt es ein bisschen Kuddelmuddel in der Mitte. Jetzt über Baumjohann. Baumjohann, hoher Ball zu Lustenberg. Jetzt könnte es gefährlich werden, aber der Kirchhoff ist schon da. Gut gemacht von Jan Kirchhoff. Bleibt hier immer noch beim 0:0. Also beide Teams tun sich hier wirklich schwer, irgendwie klare Torchancen zu arbeiten. Jetzt Pizarro. Pizarro in der Mitte. In der Mitte startet Nasri. Jetzt gibt es die Riesenchance. Jetzt gibt es die Riesenchance. Nasri mit dem Lupfer. Jawohl, da ist er drin. Sami Nasri mit dem Zauberfuß. 60. Minute. Die Bayern gehen in Führung. Die Bayern gehen in Führung und was für ein schöner Lupfer. Natürlich schön vorbereitet von Pizarro. Dann sieht Nasri, dass der Thomas Kraft ein bisschen weit vorm Tor steht. Und dann lupft er ihn eiskalt drüber. Schönes Ding von Sami Nasri. Tor für die Bayern. 60. Minute. Und so soll es sein. Klasse, klasse gemacht das Ding. Sami Nasri wunderschön über den Thomas Kraft gelupft. Dann steht sie hier endlich mal 1:0 und die nächste Chance. Aber an den kommt Thiago nicht mehr ran. Schade. Den hat Thomas Kraft diesmal sicher. Ja, aber ein wunderschönes Tor. Sami Nasri, klasse, über den Keeper gelegt. Und jetzt haben natürlich die Bayern die wichtige Führung. Jetzt muss natürlich Hertha BSC was machen. Und die kommen schon über Baumjohann. Baumjohann, aber Kürhoff ist da gut gemacht. Und jetzt zu Sami Nasri. Nasri versucht hier irgendwie durchzustecken, bleibt aber schon beim Ball. Jetzt Sami Nasri, sieht der Thiago statt. Wieder ein hoher Ball zu Thiago. Thiago versucht sich da durchzusetzen, schafft ja irgendwie Thiago. Aber dann bleibt er am zweiten Verteidiger hängen. Und hat der Haut das Ding ja schon wieder von hinten weg. Jetzt Alagui. Der die Riesenchance vor der Halbzeitpause zum 1:0 hatte und sie zweimal vergeben hat. Zu Baumjohann. Jetzt Lustenberger. Hat da kommt jetzt. Hat da kommt. Jetzt Sahar. War der im Abseits? Nein, war nicht im Abseits. Riesenchance. Und er macht es genauso. Genauso rotzfrech wie in Sami Nasri. Macht es auch Sahar. Neuer sieht da jetzt nicht so gut aus. Und auf einmal steht sie wieder unentschieden. Schöner Ball, die Bayern-Abwehr hat da mal richtig gepennt, dass der so frei da steht. Da steht er komplett frei und dann lupft er ihn auch an Neuer vorbei. Klasse gemacht und es steht hier wieder 1:1. Und jetzt müssen natürlich die Bayern wieder was tun. Schönes Spiel, was wir jetzt in dieser zweiten Halbzeit sehen. Beide Teams gehen offensiv drauf und wir haben wenigstens schon mal zwei Tore gesehen. Und die Bayern kommen über den Müller. Der sieht aus dem Nasri. Jetzt Nasri geht wieder in die Mitte, versucht zumindest, wird gestoppt und hat da holt sie den Ball. Jetzt über Pekarik zu Hosokai und der mit dem weiten Ball zu Ramos. Jetzt muss Kürhoff aufpassen. Was macht denn Kürhoff da? Kürhoff mit dem nächsten Riesenfehler, aber diesmal ist er wieder dran. Ist rechtzeitig zurückgelaufen und die Bayern haben den Ball. Über Pizarro.
Pizarro zu Thiago, außen geht Shaqiri. Schön gesehen, jetzt läuft der Angriff wieder. Jetzt läuft wieder ein Angriff für die Bayern. Jetzt scheint Shaqiri. Shaqiri im Aschen vorbei. Shaqiri wird dann gestoppt beim Schuss. Das gibt's doch nicht. Gute Chance. Gerade noch zu vereidelt von Hertha. Und die kommen jetzt über Sahar. Torschütze zum 1:1. Thiago versucht dazwischen zu gehen. Gelingt ihm leider nicht. Viertelstunde ist hier noch zu spielen. Und Hertha kommt schon wieder. Jetzt Kirchhoff. Kirchhoff kommt dann den Ball nicht hin. Van Beuten rennt da den Gegenspieler um, aber fair sagt der Schiedsrichter, weiter geht's. Jetzt Müller, jetzt kommt mal richtig Tempo hier ins Spiel. Beide Teams wollen jetzt in Führung erzielen. Jetzt Müller. Müller immer noch im Ball. Müller versucht da vorbeizugehen, schafft er, aber jetzt kommt der nächste Verteidiger, schade. Da ist ihm dann die Puste ein bisschen ausgegangen. Vielleicht hätte den Ball zu Pizarro weiterleiten sollen, aber Hertha hat den Ball. Jetzt zu Lustenberger. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch mal. Ich habe jetzt fast vergessen, dass sie nur wechseln können. Und zwar, wir haben ja nur einiges. Wir haben Mario Mandzukic, den werde ich jetzt mal bringen. Außerdem Götze für den starken Thiago heute. Der ist aber schon ziemlich am Ende. Und Arjen Robben für Sharon Shaqiri. Vielleicht geht er nur irgendwas. Vielleicht ist er nur die drei Punkte drin. Auf jeden Fall nur enge Angelegenheit hier. Jetzt kommt er schon mal Berlin. Über Ramos. Ramos, Bayern geht gut dazwischen. Jetzt über Nasri. Nasri, schön zu Pizarro. Pizarro jetzt aber ziemlich auf sich allein gestellt. Spielt jetzt erstmal auf die andere Seite zu Sharon Shaqiri. Jetzt Shaqiri. Hat hier Gegenspiel gegen sich. Dreht sich aber schön. Shaqiri jetzt zu Müller. Müller kommt allein nicht hin. Jetzt zurück zu Thomas Kraft. Das kann der Rückpass. Aber Kraft haut das Ding erstmal ganz cool wieder hinten raus. Jetzt vielleicht die Chance für Hertha. Über Hosogai. Van Beuten kommt. Van Beuten nimmt sich den Ball mit. Und die Bayern kommen. Mit einem Fehlpass von Shaqiri. Jetzt Hosogai. 10 Minuten noch. 10 Minuten sind es hier noch in der Allianz Arena. Beide Teams merken, hier ist noch was drin. Hier ist noch der Sieg für beide Teams drin. Nur wer macht jetzt den entscheidenden Treffer? Jetzt Alagui. Alagui, gut gestört von Contento. Und jetzt Samir Nasri. Jetzt Samir Nasri. Wohin? Zu Shaqiri. Jetzt sind natürlich die Hertha-Spieler schon wieder alle hintergerückt. Jetzt zu Müller. Außen startet Abate. Schön gesehen von Müller. Jetzt Abate ist natürlich schnell. Vielleicht bringt er jetzt ja noch was zusammen. Holt sie zumindest mal einen Einwurf. Und jetzt können endlich die Wechsel vollzogen werden. Vielleicht kommt es ja der entscheidende Torschütze noch. Hier sehen wir Sharon Shaqiri da raus. Für ihn kommt der Arjen Robben. Und das wird jetzt auf jeden Fall noch ein sehr schönes Spiel hier werden. Beide Teams wollen jetzt diese Führung erzielen. Hier sehen wir Götze, Mandzukic und Robben kommen. Shaqiri, Thiago und Pizarro raus. Und vielleicht hat er jetzt den Torschützen eingewechselt. Jetzt der Einwurf. Kommt zu Müller. Müller zurück zu Abate. Abate, der zu Martinez. Jetzt natürlich konzentriert spielen bei den Bayern. Jetzt bloß keinen unnötigen Ballverlust mehr. Jetzt Götze. Götze versucht sie durchzusetzen. Schafft er auch. Götze, wohin mit dem Ball? Götze wird dann leicht gezogen. Jetzt immer noch Mario Götze und dann verliert ihn. Ja, da war keine Lücke da. Da hat er die Lücke gesucht, aber es war leider keine da. Und jetzt fällt die Konterchance für Hertha über Ramos. Ramos verfolgt von zwei Bayern-Spielern. Die schaffen es aber erstmal nicht. Und Ramos ist richtig schnell. Kirchhoff tut sie da verdammt schwer und kann ihn den Ball nicht abnehmen. Jetzt gibt es hier die Chance. Mein Gott, was machen denn die da? Die schaffen es einfach nicht, dem Ramos den Ball wegzunehmen. Riesenchance für Hertha. Und Götze holt sie den Ball. Jetzt gibt es die Chance für die Bayern über Mario Götze. Götze muss da irgendwie durch, jetzt muss er abbremsen, schade. Aber die Chance ist noch nicht vorbei, jetzt über Martinez. Eine Minute Nachspielzeit und dann verliert Martinez den Ball, schade. Aber die Bayern kämpfen weiter und holen zumindest den Einwurf raus. Jawohl, die Bayern kriegen nochmal den Einwurf. Oder? Ja, die Bayern kriegen nochmal den Einwurf. Jetzt Einwurf, Samir Nasri, wo ist Götze, wo sind die Bayern? Da ist Contento. Contento zu Götze, Götze versucht, bleibt leider hängen. Und somit müsste es eigentlich gewesen sein, außer Hertha schafft es nochmal das Tor zu erzielen. Aber es scheint, ja, das Spiel ist aus. Ah, nur 1:1, bitter für die Bayern. Das sind zwei verlorene Punkte gegen eine Mannschaft, gegen die eigentlich hätten gewinnen müssen. Zum Schluss steht es aber zwischen den Bayern und Hertha BSC 1:1. Samir Nasri in der 60. zum 1:0. Hertha hat dann 7 Minuten ausgeglichen, dank Sahar. Beide Teams hatten gute Chancen. Wie sehen wir es, das Tor war leer. Das Tor war richtig leer von Beuten, klasse gemacht. Wieder das Tor von Nasri. Natürlich schön drüber gelupft über Thomas Kraft. Schönes Ding. Aber dann leider 7 Minuten später schon der Ausgleich. So, es kommt nur eine. Gut, da war eben nichts. Aber hier sind wir 7 Minuten später komplett frei. Da hat die Bayernabwehr mal wieder richtig gepennt. Van Beuten nicht da. Und hier nochmal die Riesenchance. Der lässt sich einfach Ramos durch die komplette Bayernhälfte laufen. Schaffen es nicht, da dazwischen zu gehen. Ja, zum Schluss war es eigentlich relativ verdient, dieses Unentschieden. Hertha hat sich gut das erkämpft. Spielebewertung, beste Spiele heute war... Gab kein Spiel des Teils, okay, passt auch.
Das sind 2 verlorene Punkte. Das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt simulieren wir erstmal weiter. Nächstes Spiel geben DFB-Pokal los. Jetzt lesen wir erstmal die Nachricht. Was haben wir denn? Nachricht von Spieler Dante. Dante will im nächsten Spiel spielen. Ja, natürlich. Dante, du darfst natürlich gegen Schalke spielen. Gut, dann würde ich sagen, für den Part war es dann erstmal. Schauen wir nur ganz kurz auf die Tabelle, würde ich sagen. Haben wir sie denn von der Bundesliga? Da haben wir sie. Ja, wir ein Spiel. Ha, wir können auf jeden Fall mit Wolfsburg bei einem Sieg gleichziehen, aber wir hätten da gewinnen müssen. Das war gegen Hertha, wären eigentlich die 3 Punkte Pflicht gewesen. Naja, vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Es muss auf jeden Fall besser werden, weil gegen Schalke dürfen wir keinenfalls verlieren, weil es DFB-Pokal. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt reicht's für den Partner. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.